right? I want to see on land how they're looking now. I want them to prove to us that they can have a stable roster of the five same players for like a significant amount of time, for like just 2 months. So Leute, jetzt willkommen zurück hier auf dem Big Clan Channel. Mein Name ist Max bzw. Charlie und das hier ist die 7. Episode Living Big von dieser Staffel. Es ist heute der erste Game Day der ESL Pro League gegen Complexity. Es wird ein richtiges Banger-Match, schätze ich mal. Wir haben sie zwar in Katowice besiegt, allerdings sind sie dann am Ende im Turnier weitergekommen als wir. Deswegen wird es, glaube ich, sehr, sehr interessant. Auch wenn sie jetzt gerade im Ranking so 5-6 Plätze über uns sind, wird es trotzdem ein Match auf Augenhöhe. Und ich wollte mich nochmal persönlich für das super krasse Feedback auf der letzten Episode hier bedanken. Fast 500 Bewertungen, super viele Aufrufe, super viele Kommentare. Es ist wirklich super viel Liebe gerade auf dem Channel hier und das freut mich extrem. Und auch wenn Malta wirklich wunderschön ist, müssen wir jetzt wirklich los, denn die Jungs bauen jetzt, glaube ich, auch schon gerade auf. Und dann geht's auch gleich schon direkt los gegen Complexity. Auf geht's. Nee. Alles seine Richtigkeit, ja. Glotzen muss näher ran. Das ist der beste Abstand zum Monitor, Nils. Glotzen ist 25,5. Stimmt, Jarosch? Ja, auch hier schon. Nein, komm. Doch, ehrlich. Nee, frag komm. Jarosch. Das kann ich doch nicht glauben. Doch. Kann doch nicht hier schon anders laufen. Doch, es läuft flüssiger. Mehr FPS. Ja, ja, also, freut mich. Aber geil. Seif wird's auch direkt so zustimmen. Zieh mich nicht mit rein in die Kacke. Doch. Seif gibt immer nur Gesicht, Alter. Das ist es ja. Selbst Seif? Ja, selbst Seif hätte oben musst du nicht. Oh. Alter, warum bleibst du mich jetzt? Wir hätten ja alle nicht. Komm, Max. Probier die Frucht. Ich habe das nicht vorher getestet, dass du den bis ins Licht hältst. Habt ihr getestet? Ja, was? Was ist das? Hä? So. Giuseppe, wir gehen kurz raus. Kommt die Serie an? Da sind wir mal gespannt. Schwierig. Ihr wisst genau, wie ihr es handeln müsst. Ja, sie starten, also ihr wisst immer von den Start. Wir gucken gleich gemeinsam in die Bücher rein. Weißt du, lesen, was in unseren Büchern steht. Und dann ziehen wir das ganz, ganz locker durch. Alle Smokes sind weg. Alles ist weg. Und dann spielen wir einfach einen Donut-Split. A-Split. Wir schreiben sogar in den Chat, wir kommen Donuts Blitz. Und dann wird er gut durchgezogen. Dos Minutas. Dos? Und dann? 15 Minuten noch. Ja, das fuckt ab, Mann. Ich will einfach immer direkt loslegen. Willen zum Sieg spielen, okay? Ja. So, es muss richtig Bock machen zu gewinnen. Boah, geil, wir gewinnen, Alter, wie geil. Es macht übertrieben Bock und so. Ja. Dann müssen die nicht kaputt schreien, aber es muss uns so Spaß machen. Boah, geil. Wo wir uns für Brasilien qualifiziert haben. Wir haben zwar verloren, aber ich habe gesagt, ey, wenn wir so weiterspielen, werden wir uns qualifizieren. Alles gut so, weißt du? Guck. Sehr, sehr langer Zeit sehr, sehr gutes CS und das haben wir auch im Qualifier gemerkt. Jetzt in letzter Zeit war es ein bisschen Struggle, aber wie vertrauen wir sollten, wie vertrauen wir? Steck mal dein Spiel, Ruhe. Und wir sollten auf jeden Fall on the same page. Am B, Kommunikation ist wichtig. Erinnert euch, ja, wie können sie reden? Sind sie zu zweit Mitte von der Information? Sind sie B, werfen sie gar nichts, sind sie Hands und so weiter. Ja, gebt mir gute Informationen und verarbeitet die Informationen, die ich euch gebe, auch. Okay? Wenn ihr merkt, dass wir ein bisschen off sind in Kommunikation, wir spielen langsam, wir lassen uns Zeit, wir haben 2 Minuten, die wir müssen. Okay? Vertraut einfach dem, was ich sage, spielt mit breiter Brust und wer sind die? Die sind doch nicht besser als wir, das war wirklich jetzt. Wir verdienen das viel mehr als die und wir geben den richtig ins Gesicht, Alter. Und dann spielen wir Step by Step und bis du das klar, erste Equipe ist, werdest du auf jeden Fall was Geiles erzaubern, wie zum Beispiel die 2. Runde, ja. Und wir geben auf jeden Fall gut Gesicht. Und wir müssen hier nicht irgendwie was Neues erfinden. Spielt einfach unser Spiel, das wir im Training gemacht haben. Wir sind gut vorbereitet, auf Ancient sowieso, auf New Brauch. Das sind 2 unserer besten Match-Mirage. Wir geben denen richtig XP. Ja. Das mal richtig geil schreien jetzt. Okay, aber ich hab Geiles, was wir schreien. Okay. Ich hab nur das Eigenfall. Ich sag, wer sind wir? Und sagt B. B muss man 3 mal. Okay. Wer sind wir? B. Wer sind wir? B. Okay. Drei, zwei, eins. Wer sind wir? B. Wer sind wir? B. Wer sind wir? B. Let's go! Three minutes to life, really up. Or eventually, but now there's no other option. He must commit to this B site. Oh, the Molotov changes everything. That's a
Karim ist gewohnt für den Scheiß. Fab and it's all on Keto. No comeback in, no utility, no kit on his back, but he's got the first kill. And now it's down to the low HP of Fang, who's stuck on the default boxes. Keto has to know where his last whereabouts were, but he's wondering, could he have got towards CT? Or is he still around here? And Keto wins the fight. Trying to isolate some of these 1v1 fights, but taps and got into the corner. Also, peeks around the corner, but Fang on the bubble. Nice! Ich muss nichts mehr trauen, Alter. Ich bin da 20 Sekunden für diese Scheißbox. Ja. Ich habe keine Granaten. Es wird nichts abgesmokt für mich. Keiner zeigt sich, es steht zu viel in der scheiß Armee. Nein. Ja, wir haben Armee, die wir machen, wenn ihr nichts damit. Könnt ihr doch im Boden sprechen. Ja, ja. Erstmal ein bisschen Steam ablassen. Cool bleiben wir. Versuchen, einfach die Map ein bisschen so im Kopf kurz abzuhaken, weißt du? Kein Problem, aber das ist nicht so schlimm. Wir kommen jetzt back und wenn es eine Map V. Ich habe über Bock auf V, Alter. Übertrieben, weil dann spielt er einfach ohne Brain aus. Boom, ich spiele nur unser Ding. EV ist jetzt, ne? Ja. Zwei Minuten, ja. Das ist geil. Glaubt doch, dass es geht. Komm. Wenn du auch was hörst, dann bleib nochmal kurz raus. Ich werde aggressiv. Ja, wirklich, ich muss ein bisschen aus dir rauskommen. Dann hab ich doch. Nein. Doch, klar, Mann. Ich aggressiv werden. Nein, mach. Das ist ein bisschen zu ruhig, das von allen. Ja, das stimmt schon. Ja, okay. Das fand ich. Ja, okay. Jeden Tag ein Spiel, man kann seine ganze Energie rauslassen. Das stimmt. Und dann regenerieren. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Auf geht's, safe, son. Kämpfen und ey, denkst du, es ist Zeit, AFK reinzumachen? Ich hatte einmal die AFK und hatte besseres Feeling. Mach AFK rein. Okay. Wir brauchen jemanden, der uns ein bisschen aus der Scheiße rauszieht und ein paar Multikills macht, okay? Ein paar unverdiente Kills, Alter. Okay? Ja, das stimmt. So jemanden brauchen wir. Ja? Sieh, wahrscheinlich bist du das, Alter. Du bist der ekelhafte Spieler. Alles und Reverse Sweep ist viel, viel sweeter als alles andere, als ein 2-0. But we müssen ja für den Content arbeiten, für dich, Alter. Für euch da draußen arbeiten wir. Move coming in from Tabson and Crimbo. Yeah, this has got grounds. For some death. And catch a potion! Oh, okay, he's pulling it back okay. And they're not ready for Crimbo! Keto here, waiting on top of the heart, and that second man rotates over! Come on! Keto! Well, he makes some jumps inside him. Matze, nicht auf Tisch, ich messe deine Hand, die musst du spielen jetzt nochmal. Wie sieht jetzt Nuke aus, Roman? Nuke sieht auf jeden Fall schon besser aus als Ancient. Ich denke, nach dem der verlorenen ersten Runde und stand, glaube ich, 4-1 für die als Terror, haben wir ein gutes Comeback hingelegt. Sehr souverän die Runden geholt. Ich denke, da war jetzt zum Glück für uns auch als Zuschauer wenig Spannung in den meisten Runden dabei. Also ich denke, die haben sich gut zurückgekämpft und ich hoffe, so kann es weitergehen. And Floppy trying to get himself out into trouble, and it's already good for Big. Keto finds himself the double on the exec, and it's only one left. Sick news. Wenn ich den ersten mache, ey, alles gut, Bro. Du hast sehr, sehr gut adaptet. Wir haben sehr, sehr gut uns geholfen gegenseitig. Darum geht es. Irgendwie sehen die Angriffe nicht so knackig aus. Ich will nicht sagen, dass wir schlecht spielen. Ich will nur sagen, wir sind gut gerade, ja? Wir sind in einem guten Space. Das gefällt mir, Leute, ja? Sehr geil. Ich brauche da was richtig Geiles zu haben. Oder kriegst du, okay? Was willst du haben? Du geiles Smashburger? Jeder jemand gibt's geil. Es muss nicht Cheat sein, aber es muss besser schmecken als heute. It's gonna be JT responsible, but fast. How far will it get him? JT traded. We need one on the MP9. He's going for the no scope. I told his nerve and hits the scope. 20 seconds. Fang. Nice. 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 Ich sag dir, es ist völlig in Ordnung. Und jetzt lass mal gar nichts so. Freiheit, jetzt wissen wir nur, was wir wissen. Ja, aber ich weiß, dass ihr eigentlich mal sehr B-Heavy gespielt habt. Als Theo Vertigo. Ja, aber das ist wieder eine Frage von
man weiß nicht genau. Wir haben gesagt, die enden nie unten, die wollten mehrmals unten enden. Weil wir hier mal da angespielt. Ja, aber verstehst du, aber doch nicht. Ich hab voll Oberschenkelschmerzen. Gewonnen! Das machen wir so. Aber du kriegst Flash. Also solltest du vielleicht Support spielen. Ach ja, so eine dritte Map ist doch immer was Schönes. Das ist was durchaus Schönes. Sehen Sie aus, denkst du, wie Vertigo wird? Die gewinnen auf jeden Fall. One up, love that. Bit of a push in towards B. Krimbo. Oh, buddy, he's gonna go there. Makita. Look, gone now, just storming out past Grim. He's gonna line up headshots, and Krimbo responds, putting Halzerk in a bit of a clutch up. He. Yeah! I see. They come pop, they come pop. He caught out the open as well. Then does set up Keto nicely. Triple hit up. Floppy, JT Grim out of the round. Now Fang finds himself in no man's land. Take out Krimbo. Simply not enough firepower on his side. Lasso that smoke fade it gleich. 2v1, Halzer, Mac 10, decoy at hand. Give us a yeehaw, Harry. No, no, he gets the yeehaw and he wins it. 1v2 laid out ahead of Halzerk. He's been spotted now, they know where he is. He's going to struggle with the Mac 10. That's the year! Ey, warum sind wir überrascht? Let's fucking go, Alter. Oh, Sief, danke für die M4, Sief. Klatsch. Geil! Ey, ich gewinne diese Runde nochmal. Ey, Karin, guter Call, Alter. Ey, wir gewinnen diese Runde. Genauso. Ja, genau das gleiche. Oh, the man, he wanted to fight him. He was looking for the tagged up orb. And instead, that luxury goes the way. Ich liebe dich, Junge. Oh, ich bin fake, dann auch. Alter, wir müssen die ficken! Caught out on an island, but they don't get past height, they don't get past this AWP. He's got them both boxed in at the spawn, and Keto now arrives as well. Floppy suddenly asked to clutch in the 1v2. Up and over the construction, Keto's right here. Floppy's got him boxed in, but takes one to the dome in that fight. So low, fade, nades, fade. Molotovs, everything. Hyped has it all in his pocket in this 1v1. 15 HP for Floppy, so vulnerable. He's just gonna slip out of here. Someone called it, yeah. That name, that's a round, bye-bye. Yes! Hey, Matze! Wir kaufen Doppel-AB. Ich weiß, ihr habt noch nie gespielt, die werden 100% gewinnen. Nur gespielt A-ABP 30, okay? Du lässt dich drücken und du hast Mitte-ABP. Das ist voll geil, Alter. Okay? Ich stoppe AB. Ich stoppe AB. Und jetzt kannst du B sagen, was du möchtest. Wir können noch eine Timeout nehmen. Nee, ich wollte nur fragen, ob ich 30 spielen soll am B. Weil der ist immer alleine, der traut sich nicht einzunehmen. Ich kann weiter Axis-Zeit spielen. Wir erwarten niemals, dass Spiel vorne, Josef, dass du nicht blind wirst von den billigen Flashes, weißt du? So ein bisschen vorne an der Kiste, weißt du? Ja, okay. Es kommt schon bin im Alter. Movie kommt jetzt, okay? Ich vertraue dir. Aber ich glaube, wir hätten sowieso Overtime oder Overtime. Wahrscheinlich. Alter, glaub nicht, wie er am B gespielt hat. Der hat so in die Hose geschossen. Aber jetzt ehrlich. E.T. am A, ihr kommt so viele Leute, er wirft so B-Retake-Granaten auf einmal. Du bist der Weltmeister im Wegfallen. Zweimal übertrieben krass weggerannt. Das hat aber beides Mal die Runde gewonnen. Oh, was für ein Match, was für ein Ergebnis. Mega sick, mega spannend. Genauso wie es eigentlich sein muss. Richtig geile Gegner, richtig geile Plays. Es war einfach alles
perfekt. Ich glaube, das ist dann auch egal, ob es jetzt halt wie bei uns jetzt gerade direkt vor Ort ist, wie man zuguckt, oder bei euch da draußen, wie ihr es jetzt gerade guckt im Twitch-Livestream oder so. Ich glaube, es geht niemandem in solchen Situationen gut beim Zugucken, und das glaube ich erst recht nicht beim Spielen. Wenn ihr auch fast einen Herzinfarkt bekommen habt, dann gebt auf jeden Fall mal eine Bewertung, dann wird das nämlich das meistbewertete Video hier auf dem Big Channel, schätze ich mal. Und natürlich ist auch so, wenn euch der Vlog gefallen hat, gebt auch unbedingt eine Bewertung da. Und schreibt auf jeden Fall einen Kommentar, wenn ihr wollt, denn wir lesen wirklich alle Kommentare, und wenn der sehr, sehr lieb ist, dann geben wir da auch gerne ein Herz drauf. Das nächste Game ist dann gegen Heroic, der wohl stärkste Gegner in unserer ganzen Gruppe. Es wird also im nächsten Vlog nochmal ein krasses Banger-Game geben. Und bis dahin, bleibt auf jeden Fall entspannt und go big!